Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es super. Heute erkläre ich euch Gründe, warum Markenklamotten scheiße sind. Warum die einfach nichts bringen. Ihr solltet sie am besten alle verbrennen. Sofort. Der erste Punkt ist, ihr tut die falschen Menschen anziehen. Ihr zieht Menschen an, die auf Äußeres sehr viel Wert legen. Die oberflächlich sind. Die arrogant sind. Solche Menschen zieht ihr dann an. Und dann wundert ihr euch, hey, warum sind meine Freunde keine guten Freunde? Weil es keine echten Freunde sind. Weil die mögen euch oder bewundern euch, weil ihr so schöne Klamotten habt, weil ihr so viel Geld habt, weil ihr euch so viele Sachen leisten könnt. Ihr müsst euch auch fragen, warum braucht ihr diese Klamotten? Warum braucht ihr einen Balenciaga Pullover für 800 Euro? Für was braucht ihr das? Weil er schön warm ist? Weil er gemütlich ist? Nein, ganz sicher nicht. Stellt euch ehrlich diese Frage und dann überlegt noch einmal, ob ihr das wirklich braucht. Diese scheiß Sachen sind doch auch viel zu teuer. Könnt ihr euch die überhaupt leisten? Jemand, der spart auf so Klamotten, in meinen Augen hat er nicht das Geld dazu. Der hat das Geld dafür nicht, wenn er dafür spart, 3 Monate, um 400 Euro zu haben und dann sein ganzes Geld für sowas ausgibt, dann hat er einfach kein Geld dafür. Ihr müsst ehrlich mit euch selbst sein. Viele kaufen sich diese Klamotten, weil die ein schwaches, niedriges Selbstwertgefühl haben. Die fühlen sich super mit so Klamotten, weil die denken, die sind mehr wert. Aber nein, seid ihr nicht. Seid ihr nicht. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch Neid. Ihr werdet sehr viel Neid bekommen durch diese Klamotten. Viele Leute reden hinter eurem Rücken, oh mein Gott, wieso kann er sich sowas leisten und ich nicht, weil diese alle neidisch. Alle sind neidisch und ihr bekommt sehr viel Hater dadurch. Und wollt ihr das wirklich? Viele tun euch auch dann fehlinterpretieren. Die sagen, oh mein Gott, wie arrogant er ist. Guck mal, wie er aussieht, wie er sich preisgibt. Das macht ihr einfach unbewusst. Ihr zieht euch so an, seid dabei gar nicht arrogant, aber kommt so rüber. Versteht ihr? Das ist leider die Schattenseite von den Klamotten. Ich meine, wenn du reich bist, kannst du gerne sowas kaufen. Aber wenn du nicht reich bist, dann eben nicht. Investier lieber dein Geld in Erfahrungen, anstatt in so Klamotten. Anstatt für 800 Euro ein Pullover zu kaufen, machst du eine Reise mit deiner Freundin, machst du einen Urlaub, lädst du deine Familie in den Urlaub ein. Und so ein Urlaub, wisst ihr, ist viel mehr wert als so ein scheiß Balenciaga-Hoodie. Peace.